Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Borstenmaul. Viel Spaß dabei. So, meine lieben Freunde, jetzt geht es los. Ja, hallo und einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ich darf euch... Ach, wir lassen sie erstmal kurz reden. Also nochmal einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer neuen Folge von Lydia, der dritte Teil. Und ich habe in den Kommentaren gelesen, dass doch einige Leute dieses Spiel seltsam finden. Und ich muss euch ehrlich gestehen, ich selber finde es auch erstmal etwas seltsam. Aber es hat wohl einen ernsten Hintergrund. Und ich würde sagen, wir schauen uns erstmal weiter an, was passiert. Weil so lang ist das Spiel nicht. Und ich würde mich auf jeden Fall über eine konstruktive, lebendige Diskussion hinterher freuen. Über dieses Spiel. Und vielleicht kann man dann diesem Spiel auch das ein oder andere Gute abgewinnen. Und ich würde sagen, wir lassen uns einfach mal überraschen, wie es weitergeht und wünsche euch dazu viel Spaß. Also gehen wir mal in die Gesprächsoption. Ich weiß. Aber... Papa. Ich weiß, du bist... Papa. Nimi. Ja, damit kann ich jetzt auch noch nichts anfangen. Mal weitersehen. Papa. Versprochen. Was muss ich tun? Ich kann da nicht runter. Da sind Erwachsene. Gibt wohl anscheinend nichts. Aha, wir gehen wieder auf das Licht zu im Schrank. Ja, da ist wieder der Teddy. Da jemand Neues, den wir noch nicht kennen. Schau! Ich weiß, ich hab's versaut. Aber diesmal ist es nicht so. Dieses Mal finden wir das Monster. Und wir zeigen ihm, wer hier der Boss ist. Das verspreche ich dir. Na, irgendwie bin ich noch nicht so richtig drin wieder. Ich habe meine Lektion gelernt. Dieses Mal wird nichts Schlimmes passieren. Ich Nein. Ich schwöre. Wo sind wir?
Erinnerst du dich nicht? Wo immer du sein willst. Ich weiß nicht. Das sieht so gruselig aus. Vertrau mir. Du musst vor nichts Angst haben. Lass uns einfach Spaß haben. Lass es mich dir zeigen. Das ist dein Monster. Es ist nicht mehr als ein schlechter Gedanke. Komm schon. Kopf hoch. Vertraust du mir nicht? Na also, geht doch. Lass uns auf Abenteuer gehen. Irgendwo sollen wir hingehen. Da ist ein Weg. Aber irgendwie sieht doch Lydia, oder täuscht das, ein bisschen älter aus, oder? Also müsst ihr entschuldigen, ich bin jetzt tatsächlich gerade noch ein bisschen mit den Texten nicht klargekommen. Wie gesagt, ist für mich auch ein Experiment. Aber wir wollen das Beste daraus machen. So, da sind die beiden wieder. Teddy. Es ist dunkel. Und die Geräusche. Das Monster muss in der Nähe sein. Keine Angst, Liebes. Es gibt keinen Grund. Denk daran, ich bin bei dir. Ich kriege Angst. Wo bringst du mich hin? Das wird Spaß machen. Versprochen. Wir müssen nur noch ein Stück weitergehen. Das Monster. Entspann dich und hab Spaß. Das wird nicht wie beim letzten Mal.
Wo sind wir? Ich will nach Hause. Oh, Liebes. Schau. Wir sind fast da. Ich bin ganz sicher. Weißt du, wo wir sind? Aber natürlich. Komm schon. Lass uns weitergehen. Ich will nach Hause. Teddy. Bring mich bitte heim. Ich hab Angst. Ich will das Monster nicht finden. Ich will einfach nur nach Hause. Ruhig jetzt. Es ist alles in Ordnung. Ich will heim. Wir haben uns verlaufen, oder? Nein. Haben wir nicht. Komm schon. Nur noch ein bisschen. Bitte? Ich verspreche es. Es wird alles gut. Du versprichst es? Ja. Komm schon, Süße. Lass uns weitergehen. Schau. Ich habe dir gesagt, es wird alles in Ordnung sein. Was sind diese grünen Dinger? Glühwürmchen. Sind sie nicht wunderschön? Oh, Teddy. Die sind so hübsch. Sie sind wie Sterne. Papa. Ich kann da nicht hin. Papa. Es ist so dunkel. Ist das jetzt ein Rätsel oder was? Na, ich blick's im Moment noch nicht so richtig. Aha. Oh.
falsch, falsch, falsch. Aha. Und? Piep, Papa. Wow. Bo, Papa. Komm schon, Teddy. Piep, Papa. Lass uns gehen. Papa, Piep, Papa. Ich habe keine Angst mehr. Piep, Papa. Du hattest recht. Piep, Papa. Es gibt nichts, wovor ich mich fürchten muss. Das habe ich die ganze Zeit gesagt. Ich bin sicher, dass wir das Monster finden werden. Und es gibt nichts, wovor du Angst haben musst. Du wirst sehen. Lass uns weitergehen. Also, es gibt wohl auch leichte Rätsel. Hier war aber weiter nichts. Pipapo. Teddy. Pipapo. Das sieht schön aus. Japp. Wie ich gesagt habe, nur schlechte Gedanken, dein Monster. Ich bin weg. Ich wünsche dir viel Spaß. Du hast es dir verdient. Oh, Teddy. Ich danke dir. Wo um alles in der Welt warst du? Ich habe mich zu Tode gesorgt. Du kannst doch nicht einfach so verschwinden. Na, na. Alles in Ordnung? Komm schon. Hört sich ja grausam an, aber komm, wir setzen uns. Du frierst ja. Lass mich dich aufwärmen. Wir müssen auch noch die Marshmallows grillen. Ja. So, das ist besser. Du hast mir echt Angst gemacht, weißt du? Piep, Papa. Tut mir leid. Ist in Ordnung, Liebes. Ich hatte Angst, dass dir was passiert ist. Piep, Papa.
Hau nie wieder einfach so ab, okay? Okay. Also, wo waren wir? Oh, die Marshmallows. Aber wir müssen noch ein bisschen warten. Das Feuer ist noch nicht so weit. Hey. Möchtest du eine Geschichte hören? Ich habe dir Geschichten erzählt, als du noch ein bisschen kleiner warst. Lustig, wie die Zeit vergeht. Als wäre es gestern gewesen. Ja, bitte erzähl mir eine Geschichte. Wie du willst. Dein Wunsch ist mir Befehl. Das ist eine lustige Geschichte. Kein bisschen gruselig. Versprochen? Versprochen. Dein Teddybär? Wusstest du, dass das mal ein echter Bär war? Glaub, lachen. Ah, machen wir mal. Zweifeln. Nie im Leben. Doch, war er. Der hat hier im Wald gelebt. Mit seinen Freunden und seiner Familie. Da war diese kleine gemütliche Höhle. Bei einem kleinen Teich. Diese Bären haben alles für sie getan. Eines Tages hat einer von diesen Bären, ging er durch den Wald. Das war ein besonderer Bär. Er war der einzige lila Bär im ganzen Rudel. Es gibt keine lila Bären. Oh doch. Aber nur einen auf der ganzen Welt. Manchmal hat sich der lila Bär allein gefühlt, weil er anders war als die anderen Bären. Deshalb ist der Bär manchmal alleine im Wald spazieren gegangen. Also als der Bär so spazieren ging, auf einmal hat er dieses kleine Mädchen hinter den Büschen gesehen. Der Bär wurde neugierig. Ja, machen wir mal. Bordern. Los, was ist als nächstes passiert? Naja, der lila Bär ging immer denselben Weg. Aber dieses Mal hat er sich für ein Abenteuer entschieden. Und er war nicht enttäuscht. Der Bär hatte noch nie so etwas wie das Mädchen gesehen.
Er hat sie von hinter einem Baum beobachtet. Das Mädchen war so hübsch, hat sich der Bär gedacht. Dann ist der Bär auf einen Strauch getreten. Und das Mädchen hat das gehört. Was ist los? Papa. Du hast versprochen, dass die Geschichte nicht gruselig wird. Habe ich, wird sie ja nicht. Lass mich nachdenken. Zuerst hatte das Mädchen Angst. Aber dann hat sie den lila Bären gesehen. Und sie hat gesehen, dass der Bär gar nicht angsteinflößend war. Entschuldigt. Der Bär war auch nicht furchteinflößend. Der Bär wusste, dass das Mädchen anders ist als er. Aber das war ihm egal. Der Bär dachte vielleicht, kann sie mein Freund werden. Dann muss ich nicht allein sein. Sie standen da eine Weile und haben sich angesehen. Dann hat das Mädchen den Bären lächeln gesehen. Ach so. Dann hat das Mädchen den Bären lächeln gesehen. Und sie sind aufeinander zugegangen. Das Mädchen war glücklich. Moment, ich muss da mal rangehen. Hank, mein Bester. Was ist passiert? Nichts weiter, alles beim Alten. Nichts weiter, alles beim Alten? Ich kann nicht kommen, ich zelte mit ihr. Klar, erzähl. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Nein, ich denke nicht. Naja. Ich schätze, du kannst kommen. Okay, in Ordnung. Komm hier runter. Wir sind nicht so weit weg von der Autobahn. Ich habe Getränke und Essen. Was ist mit ihr? Es ist spät und sie geht sowieso gleich schlafen. Cool. Ruf mich an, wenn du in der Nähe bist. Ciao. Nee, warte. Cheerio, sag ich mal. Wir sehen uns. Traurig. Fordernd. Ach, wir machen doch mal fordernd. Was ist mit der Geschichte? Komm schon, geh ins Bett. Du hast es versprochen. Sei nicht so. Es ist sowieso schon spät. Aber du hast es versprochen. Hör jetzt auf damit. Ich will ein großes Mädchen wie dich nicht jammern hören.
Jetzt geh ins Bett. Jetzt geh ins Zelt und schlaf. Manchmal macht man blöden Scheiß. Ah ja. Manchmal macht man blöden Scheiß. Wenn man nicht aufpasst. Weiß man, weiß es eigentlich besser. Ach nee. Meist. Ne? Bom, 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 bom. Weiß es eigentlich besser. Da ist irgendwo, denke ich mal, ein Übersetzungsfehler. Ich denke mal, das soll heißen, meist weiß man es eigentlich besser oder so ähnlich. Naja. Weißt schon. Das eine Mal, wo nicht. Das eine Mal, wo nicht rausziehen und schon passiert es. Ein paar Wochen später, bam. Oh je. Sie ist schwanger und will, dass ich dafür gerade stehe. Na, da kommen gerade Geschichten raus. Mein lieber Mann. Wir sollen heiraten. Was soll ich jetzt machen? Also definitiv nichts für Kinder hier, diese Geschichte. 9 Monate später kommt dann dieses spaßige Bündel. Versteh mich nicht falsch. Ich liebe das kleine Äffchen. Aber es ist, ich weiß nicht. Das ist, weißt du, anders als man denkt. Ich kann ein ganzes Jahr nicht richtig schlafen. Es schreit und schreit. Da läuft es mir kalt den Rücken runter. Und dann diese Scheiße mit Fräulein. Herrgott. Ich will nicht mal damit anfangen. Gibst du mir noch eine Flasche? Ich habe schon meine Sachen gepackt. Morgen hau ich ab. Ich kann das nicht mehr. Was meinst du? Ich habe natürlich darüber nachgedacht. Ich habe dieses Familienleben satt. Ganz einfach. Ja, also ich würde mal kurz da unterbrechen, weil ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob unsere Lydia jetzt zu Hause im Bett liegt und das Gespräch zwischen ihren Eltern so im Halbschlaf mitbekommt. Aber da müssen wir uns mal überraschen lassen. Also ich, wie gesagt, es nimmt Wendungen an das Spiel, beziehungsweise die Geschichte, wo ich nicht so ganz darauf vorbereitet war. Und da müssen wir mal weiter gut aufpassen. Ich sag's nochmal, definitiv
nichts für Kinder. Ganz einfach, wurde zuletzt gesagt. Oh, Neon. Das tut mir so leid. Kapitel 3, die Prinzessin. So, jetzt ist sie also wieder zurück in ihrem Zimmer. Und das ging jetzt doch ziemlich lange. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns hier einmal. Ich sage tschüss, macht's gut. Habt viel Spaß mit allem, was ihr tut. Und ich hoffe natürlich, ihr macht nur Gutes. Und in diesem Sinne, ciao.